Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union werden in der kommenden Woche zu einem Zeitpunkt zusammentreten, zu dem diese Europäische Union erneut vor einer großen Bewährungsprobe steht. An gleich zwei Orten in unserer weiteren Nachbarschaft toben entsetzliche Kriege. Und so unterschiedlich sie beide sind, so haben sie doch eines gemeinsam. Der russische Staatsterror gegen die Ukraine und der islamistische Terror der Hamas gegen Israel gefährden beide auch unsere Freiheit und das friedliche Zusammenleben der Menschen auch in unserem Land. Der Ausgang dieser beiden Kriege wird daher nicht nur für die Ukraine und für Israel, sondern auch für Europa von sehr großer Bedeutung sein. In Israel wie in der Ukraine muss der Beweis erbracht werden, dass sich Demokratien und freiheitliche Rechtsstaaten auch im 21. Jahrhundert noch erfolgreich gegen Krieg und Terror zur Wehr setzen und dass sie ihre freiheitliche Ordnung erfolgreich verteidigen können. Und das sind genau die Gründe dafür, dass der Schutz Israels und der Sieg der Ukraine auch in unserem nationalen wie in unserem gemeinsamen europäischen Interesse liegen. Herr Bundeskanzler, Sie haben den Krieg in der Ukraine angesprochen. Putin setzt darauf, dass wir müde und nachlässig in unserer Unterstützung für die Ukraine werden. Er setzt darauf, dass die Demokratien des Westens über die Zeit schwächer werden als sein eigenes autokratisches und imperiales Herrschaftssystem. Vom Europäischen Rat muss deshalb ein sehr klares und unmissverständliches Signal ausgehen, dass Putin darauf nicht hoffen darf. Und ich füge hinzu, es wäre gut gewesen, wenn Sie spätestens heute Morgen der deutschen Öffentlichkeit einmal erklärt hätten, warum Sie immer noch offensichtlich gegen den Willen Ihrer Koalitionsfraktion gegen die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die ukrainische Armee sind. Das hätten Sie heute Morgen hier einmal erklären können, nachdem nun auch die amerikanische Regierung entschieden hat, dass sie solche Waffen liefert. Meine Damen und Herren, besonderen Raum, und Sie haben das gesagt, wird in Brüssel der Terrorangriff der Hamas in Israel einnehmen. Die Gefahr eines Mehrfrontenkrieges gegen Israel ist sehr real. In einem solchen Szenario wäre die Existenz Israels in höchstem Maße gefährdet. Dazu darf es nicht kommen, und deshalb müssen auch von europäischer Seite aus alle Schritte unternommen werden, um dies zu vermeiden. Es war deshalb richtig, dass Sie, Herr Bundeskanzler, und die Außenministerin in den letzten Tagen nach Israel und Sie auch nach Ägypten gereist sind und damit die Solidarität und die Unterstützung unseres Landes für Israel zum Ausdruck gebracht haben. Vielen Dank für diese Reise. Es war genauso richtig, dass die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, und die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, bereits in Israel zu Besuch waren. Und es wäre noch besser gewesen, wenn deren beider Besuch nicht aus Brüssel von eifersüchtigen Misstönen anderer hoher Vertreter der EU begleitet worden wäre. Nun muss aus dieser Diplomatie und dieser Unterstützung für Israel auch konkret etwas folgen, und zwar sowohl in der Europäischen Union als auch bei uns hier in Deutschland. Bei uns in Deutschland darf es keinen Zweifel daran geben, wo wir stehen. Wir stehen an der Seite Israels, und wir haben dies in der letzten Woche hier im Deutschen Bundestag in seltener Einmütigkeit über alle Fraktionen hinweg zum Ausdruck gebracht. Das muss aber auch morgen und übermorgen noch gelten, auch wenn dieser Krieg lange dauert, und genau damit müssen wir rechnen. Meine Damen und Herren, für das gute Gelingen europäischer Politik ist die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich von großer Bedeutung. Wir müssen leider feststellen, dass die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden großen Ländern in Europa in den letzten Jahren eher ein loses Miteinander als ein wirklich gutes Zusammensein, ein Miteinander geworden ist. Ein Nebeneinander und nicht ein Miteinander.
Wir sind im 60. Jahr des Élysée-Vertrages und in einem solchen Jahr muss es mehr geben als freundliche Worte zu Feierstunden. Wir brauchen eine neue Dynamik im Verhältnis zu Frankreich und da reichen die Beschlüsse, die Sie in Hamburg getroffen und gefasst haben, nicht aus. Und ich will es auch sehr deutlich sagen, es ist keine gute Idee, genau zu einem solchen Zeitpunkt die Goethe-Institute in Bordeaux, in Lille und in Straßburg zu schließen. Das wird in Frankreich wahrgenommen. Ich will den Blick nach Osten wenden. Mit der Parlamentswahl in Polen am vergangenen Sonntag hat sich ein Fenster einer neuen Gelegenheit für einen Neustart in unseren Beziehungen zu unserem wichtigsten östlichen Nachbarn aufgetan. Polen hat in den zurückliegenden Jahren eine beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung genommen und ist eine treibende Kraft in der Neuorganisation der europäischen Sicherheitsarchitektur. Polen muss für Deutschland wieder ein Partner ersten Ranges werden. Und die Bundesregierung sollte bereits jetzt vor der Regierungsbildung einen umfassenden Vorschlag für eine neue strategische Agenda mit der voraussichtlich neuen polnischen Regierung erarbeiten. Und vielleicht gelingt es auch, zu einer Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks zu kommen. Das könnte neue Impulse für eine europäische Zusammenarbeit geben. Und das, Herr Bundeskanzler, wäre eine echte Initiative für mehr Zusammenarbeit, gerade mit unseren beiden wichtigsten europäischen Partnern. Lassen Sie mich einen kurzen Blick noch auf die innenpolitische Lage werfen, denn wir teilen mit vielen europäischen Nachbarn angesichts des Terrors in Israel ja auch einige zusätzliche innenpolitische Herausforderungen, etwa durch die offen ausbrechenden Konflikte in unseren Gesellschaften. Wir werden auch in Deutschland tagtäglich bis gestern Abend und heute Nacht Zeuge von gewalttätigen Demonstrationen, von verbotenen Kundgebungen, von antisemitischer Hetze, von Aufrufen zur Zerstörung des Staates Israel bis hin zu einem ersten Anschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum hier in Berlin. Wir haben über einige dieser Gewaltausbrüche bereits in der letzten Woche gesprochen. Wenn der Satz richtig ist, und er ist richtig, dass Judenhass und Zerstörungswut gegen Israel keinen Platz in unserem Land haben dürfen, dann ist jetzt ein hartes Durchgreifen der Polizei und der Justiz angezeigt, meine Damen und Herren. Enttäuschen wir uns bitte nicht. Europa und seine Mitgliedstaaten stehen vor möglicherweise noch größeren Herausforderungen in den nächsten Tagen und Wochen. Herr Bundeskanzler, Sie haben das angesprochen und deswegen will ich es gerne aufgreifen. Sie wissen, dass wir bereit sind, in der Innenpolitik gemeinsam mit Ihnen in den Sachfragen Verantwortung zu übernehmen. Ich habe Ihnen in der letzten Woche ganz konkrete Vorschläge unterbreitet, wie wir etwa zur Bewältigung der Flüchtlingskrise hier einen gemeinsamen Weg gehen können. Wir haben bisher von Ihnen eine Antwort auf diese Vorschläge nicht erhalten. Aber wir befinden uns ja auch möglicherweise in einem etwas längeren Prozess auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen. Sie haben einiges hier angesprochen heute Morgen. Sie haben die Rückführungsabkommen angesprochen. Sie hätten durchaus erwähnen dürfen, dass eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Rückführungsabkommen mit der Türkei in der Verantwortung ihrer Vorgängerin verhandelt und abgeschlossen wurde und dieses Rückführungsabkommen zu einem signifikanten Rückgang der Flüchtlingszahlen nach Deutschland geführt hat. Sie fangen damit ja heute nicht erst an, sondern Sie haben es gemeinsam in der früheren Regierung ja bereits auf den Weg gebracht. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen und möglicherweise Wochen erneut über diese Einzelfragen sprechen. Ich will es erneut wiederholen. Wir stehen bereit, diese Fragen mit Ihnen auch gemeinsam zu beantworten. Das findet dann allerdings bitte überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, hier im Deutschen Bundestag statt und nicht ausschließlich in den Verhandlungen zwischen Bundesregierung und Bundesrat. Das findet dann hier bitte in allen Details, auch in den Abstimmungen zu Gesetzesvorhaben statt und nicht etwa in der politischen Prosa von gemeinsamen Beschlusspapieren zwischen Bundeskanzler und Ministerpräsidenten. Das alles ist sehr konkret, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wird sehr konkret auch in Gesetzgebung abzufassen sein. Und wenn wir dann diesen Weg gemeinsam gehen, dann sind wir bereit, natürlich Kompromisse mit Ihnen zu machen.
Aber den größeren Weg müssen Sie gehen in der Koalition, denn Sie tragen die Verantwortung dafür, dass wir in den letzten Wochen und Monaten eine solche Steigerung der Flüchtlingszahlen nach Deutschland bekommen haben. Und Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Gemeinden in Deutschland mittlerweile an der Überforderungsgrenze angekommen sind und sie teilweise überschritten ist. Den Weg können wir gehen. Wir sind dazu bereit. Aber zunächst einmal stehen Sie in der nächsten. Also wenn Sie diese Zwischenrufe fortsetzen, dann bin ich gerne bereit, Ihnen mal aus dem sogenannten Liebe-Freunde-Brief vorzulesen, den zwei Funktionsträger aus Ihrer Fraktion gestern an die lieben Genossinnen und Genossen der SPD-Bundestagsfraktion geschrieben haben. Da ist von Zusammenarbeit kein Wort die Rede. Da steht nur etwas drin und angeblich wieder einmal, dass wir uns in der Union auf die AfD zubewegen. Wenn das so, wenn das, ja, Sie können das, das Sie können, und Herr Trittin, Sie können das auch gerne so weitermachen. In diesem Jargon, wie die diesen Brief geschrieben haben, können Sie gerne so weitermachen. Dann geht das allerdings allein mit Ihnen nach Haus. Und dann ist die endgültige Formel in diesem Haus 14 plus 14 plus 4 gleich 32. Das können Sie haben, wenn Sie das so weitermachen in diesem Spiel. Dann können Sie das haben. Und dann werden die Wählerinnen und Wähler, dann werden die Wählerinnen und Wähler darauf spätestens in 2 Jahren eine Antwort geben, meine Damen und Herren. Machen Sie so weiter in diesem Ton, wie Sie dann auch uns hier diffamieren. Machen Sie das, Sie kriegen die Antwort der Wähler und Wählerinnen und Wähler in Deutschland postwendend, so wie am vorletzten Wochenende. Machen Sie einfach so weiter. Ja, wenn Ihnen, meine Damen und Herren, wenn Ihnen das Überleben Ihrer streitenden Koalition wichtiger ist als das Wohl des Landes und die Zusammenarbeit der demokratischen Fraktionen in diesem Hause, dann ist das Ihre Antwort auf unser Angebot zur Zusammenarbeit. Machen Sie es. Es ist Ihre Entscheidung. In der nächsten Woche, Herr Bundeskanzler, stehen Sie nun zunächst einmal gemeinsam mit den europäischen Staats- und Regierungschefs in der Verantwortung. Beruhigen Sie sich mal wieder ein bisschen. Wir wünschen dem Bundeskanzler bei diesen Verhandlungen im Europäischen Rat gute Entscheidungen zum Wohle Deutschlands und zum Wohle auch der Europäischen Union. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.